Halb sieben, wir möchten beginnen mit unserem, keiner Pressekonferenz, sondern einem Pressegespräch. Es geht uns einfach mal darum, um mal klarzustellen, warum wir hier kurzfristig eingeleitet haben, dass von außen eine gewisse Unruhe an die Mannschaft, aber auch in unser Umfeld, auch in unserem Sponsorenumfeld getragen worden ist. Und da möchten wir heute einfach mal ein paar Punkte klarstellen. Und wir würden folgenden Vorschlag machen, dass wir zuerst auf die sportliche Situation eingehen. Das macht der Steffen Reiser. Und anschließend gehen wir dann auf die wirtschaftliche Situation. Und anschließend dürfen die Medienvertreter dann Fragen stellen. Genau. Und anschließend, ich komme ja noch dazu. Und anschließend gehen wir dann die Fragerunde an die Fans weiter. Ja, Steffen, dann für dich magst du den Anfang mit der sportlichen Situation. Ja, erstmal schönen guten Abend. Dafür, dass es eigentlich ein Pressegespräch ist, ein öffentliches, wohlgemerkt, haben wir bewusst so gewählt, sieht man ja schon an der Anzahl von Leuten, die heute Abend gekommen sind, wie wichtig es einfach auch mal ist, Informationen, vermehrt Informationen nach außen zu geben, und zwar aus erster Hand, sprich direkt von uns an euch, nicht nur jetzt die Medienvertreter, sondern auch an die Fans. Wie gesagt, durch die große Teilnehmerzahl wird, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass da ein großer Informationsbedarf besteht. Und ich denke mal, mit der wichtigste Punkt, warum viele Leute hier sitzen, ist auch über die sportliche Situation ein bisschen was zu erfahren. Weil ich denke mal, die meisten werden es gelesen haben. Wir sind aktuell Tabellenletzter mit 4 Punkten nach 8 Spielen, in den Punktspielen. Das haben wir uns sicherlich alle anders, vorgestellt, will ich nicht sagen, aber zumindest gewünscht. Und die 4 Punkte aus 8 Spielen ist die nüchterne Realität. Davor darf man die Augen nicht verschließen. Man muss aber natürlich auch sehr, sehr viel vielschichtiger vorgehen bei der Analyse, warum das so ist. Und sind die 4 Punkte, sind es glückliche 4 Punkte oder sind es vielleicht auch unglückliche 4 Punkte, weil mehr möglich gewesen wäre? Ich sage jetzt mal, für einen Otto-Normalverbraucher, Zuschauer ist es weniger interessant, aber was mein Aufgabenfeld anbelangt und das von Viktor Proskuriakow, ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Und da wollen wir euch eigentlich einfach mal ein bisschen mit einweihen, wie unsere Sichtweise ist. Und ich bitte da auch gern, wenn jemand irgendwas anders sieht oder skeptisch sieht, raus damit. Ja? Überhaupt gar kein Problem, können wir darauf reagieren oder auch näher erläutern. Das gilt sowohl für die Pressevertreter als auch für alle anderen Teilnehmer heute Abend. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt 10 Pflichtspiele gehabt, 8 Meisterschaftsspiele, 2 Pokalspiele, haben dabei 15 zu 32 Tore, 2 Siege, 1 Unentschieden. Das Unentschieden wurde dann nach Verlängerung verloren. Das erste Spiel war das Pokalspiel gegen Freiburg. Das haben wir sehr, sehr klar gewonnen. Waren, denke ich, auch die bessere Mannschaft. War ein absolut verdienter Sieg. Dann ging es weiter mit dem ersten Punktspiel gegen Klostersee. Die meisten von euch werden hier gewesen sein. Ja, absolut tolle Leistung, absolut begeisterndes Spiel. Haben wir auch gewonnen. Da will ich fairerweise sagen, es hätte auch anders ausgehen können. Auch da hat der Benny Dirksen sehr, sehr gut gehalten. Aber das muss ein Torhüter in der Oberliga, macht er auch schon die ganze Saison. Danach ging es weiter in Weiden. Weiden 4-1 Niederlage waren es, glaube ich, oder 5. 4-1 Niederlage. Die Boxen gehen nicht. Hört er mich? Technik. War ganz kurz, mal vielleicht von hinten dann Handzeichen nach vorne, ob er mich dann hört oder nicht. Jetzt geht's, okay. Das nächste Spiel war dann in Weiden, das haben wir 4-1 verloren, gegen den aktuellen Überraschungstabellenführer. Da war die Situation die folgende, viele von euch werden wahrscheinlich unten gewesen sein. Wir haben das erste Drittel komplett verpennt, haben 3 ganz krasse individuelle Fehler gemacht, aber weniger von Abwehrspielern, sondern schon in der neutralen Zone. Sind sehr, sehr hart bestraft worden. Ansonsten war das ein Spiel, in dem wir uns sicherlich nicht verstecken mussten. Hatten auch etliche Großchancen, gerade zu Beginn des zweiten Drittels, die wir nicht reingemacht haben oder die, wie so oft die Saison, am Pfosten Latte gelandet sind.
Dann kam das Füssen-Spiel, das war der Dienstag, das war das dritte Spiel in 5 Tagen. Das haben wir verloren. Da wäre sicherlich ein Sieg möglich gewesen, allerdings nicht mit der Leistung, die wir an dem Abend gebracht haben. Das war sicherlich eines unserer schlechteren Spiele in der Saison und hing da zu dem Zeitpunkt allerdings bei 3 Spielen in 5 Tagen der Situation, wo wir damals hatten oder generell in der Saison hatten, sehr, sehr schwer für die Jungs. Aber da komme ich noch näher drauf. Anschließend ging es nach Erding, da haben wir 1 Punkt mitgenommen. Nur 1 Punkt, da haben wir 40 Minuten lang dominiert. Im letzten Drittel ist uns ein bisschen die Kraft ausgegangen, weil auch dort hatten wir einige unnötige Strafzeiten, was dann die Verantwortung noch auf wesentlich weniger Schultern verteilt hat. Haben dann den Ausgleich sehr, sehr bitter kurz vor Spielende hinnehmen müssen, glaube 1:30. Muss aber auch da ehrlicherweise sagen, Erding war im letzten Drittel sehr, sehr drückend. Hat sich irgendwo auch den Ausgleich verdient gehabt. Dennoch will ich sagen, war es eine unnötige Niederlage. Sonntag drauf war das Heimspiel gegen Patölz, 2:0 verloren. Alle, die hier draußen waren, glaube ich, stimmen mir zu, dass ein absolut geiles Spiel war. Extrem unterhaltsam. Es war ein Hin und Her und ich glaube, der Gästetrainer hat es in der Pressekonferenz, ich war nicht anwesend, hat es glaube ich von sich aus auch gesagt, wenn es 4-4 ausgeht oder die Tölzer verlieren, alles im Bereich des Möglichen. Anschließend ging es nach Selb, absolut verdiente Niederlage. Danach kam das Rosenheim-Pokalspiel. Auch da gehe ich davon aus, dass die meisten von euch da waren. Ähnlich wie in Erding haben wir geführt und mussten in dem Fall aber nicht kurz vor Schluss ins Penalty schießen durch ein Gegentor, sondern haben das Spiel direkt verloren. Auch da, sage ich mal, haben wir den Zweitligisten sehr, 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 sehr geärgert. Dann kam das Freiburg-Spiel. Symptomatisch für die diesjährige Saison. Circa 1:30 vor Spielende klingelt es bei uns. Die 3 Punkte waren weg, sind nach Freiburg. Und auch da bin ich der Meinung, wenn ihr es anders seht, sagt es gern, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten. Allerdings muss man sich, Sieg verdient ist das eine, man muss ihn sich aber auch wirklich verdienen. Und wenn man dann, so wie wir, etliche 5-gegen-3 Situationen verstreichen lässt, muss man sich dann die Frage stellen, hätte man den Sieg tatsächlich verdient gehabt? Also wir sind da schon selbstkritisch genug. Gut, am Sonntag war das Regensburg-Spiel, das war das einzige Spiel, das ich in dieser Saison nicht gesehen habe. Ich habe mir sagen lassen, dass die Schiedsrichterleistung katastrophal war, uns irgendwo mit auf die Verliererstraße gebracht hat. Aber wenn man dann, Steini sagt gerade auf beiden Seiten, und ich denke, wenn man 7:0 verliert, braucht man auch nichts schön zu reden. Da war der Sieg in keinster Weise im Bereich des Möglichen. So, das waren die Spiele, kurzer Abriss. Weiß nicht, wer mitgezählt hat. Wenn man das so betrachtet, wo in welchem Spiel waren wir auf Augenhöhe oder vielleicht sogar besser, da war das bis auf 2 bzw. 3 Spiele überall der Fall. Und es waren auch wesentlich mehr Punkte für uns drin, als wir dann realistischer oder in der Wirklichkeit geholt haben. Wir haben das mal analysiert, sind auf knapp 12 Punkte gekommen. Nur das Entscheidende ist, wir haben die 12 Punkte nicht. Und mit hätte, wenn und aber kann man sich nichts kaufen. Letzten Endes ist das, was zählt, ist die Tabelle. Und da stehen aktuell 4 Punkte und ein Pokalsieg. Und das ist für die, ja, für den Saisonstart zu wenig. Das sehen wir genauso. So, alles so, hat natürlich seine Gründe, warum Dinge so sind, wie sie sind. Victor und ich sehen das hauptsächlich, sehen wir 3 Gründe dafür, dass die Punktausbeute nicht im erwarteten Bereich liegt. Das ist einmal die Substanz der Mannschaft. Ich sage bewusst die Substanz und weniger die Qualität. Die Substanz der Mannschaft ist gemeint, einfach die Frische, die sie hat, die Quantität, sprich die Kadergröße. Das ist für uns ein mitentscheidender Faktor, die Substanz der Mannschaft. Und die Substanz der Mannschaft hängt maßgeblich von einigen Punkten ab, die wir sehen, die uns da massiv Probleme bereiten. Das sind einmal die Transfers und die Mannschaftszusammenstellung. Wir haben die Mannschaft versucht, möglichst zusammenzuhalten zum letzten Jahr. Nicht jeder Spieler war zu halten, aber da können wir gerne später auch mal in den Dialog gehen,
wie ihr das seht, weil da sind ja auch, habe ich mir sagen lassen, im Forum diverse Gerüchte unterwegs. Dann ein ganz brutaler Punkt, und das ist für uns keine Ausrede oder irgendwas. Jeder, der Sport gemacht hat und ambitioniert Sport, vielleicht sogar auch Eishockey gespielt hat, weiß, wie wichtig die Vorbereitungszeit und zwar auf dem Eis ist. Und da sind uns im Vergleich zu den anderen Mannschaften, standen uns da 2 bis 3 Wochen, teilweise sogar 4 Wochen weniger zur Verfügung. Wir hatten das erste Eistraining hier in Schweinfurt am 3. September. Es gab keine Mannschaft, die nicht nach dem 20. August aufs Eis gegangen ist. Also 14 Tage Nachteil hatten wir gegenüber jeder Mannschaft. Das hat Auswirkungen selbstverständlich auf den konditionellen Zustand von der Mannschaft, aber insbesondere eben auch auf taktische Dinge. Defensivverhalten, wobei das dies ja nicht unser Problem ist. Ich denke mal, nach hinten machen wir oder die Jungs einen sehr, sehr guten Job. Das war auch das Hauptaugenmerk der Vorbereitungszeit. Aber, und da kommen wir dann zu einem Punkt, der wirklich katastrophal ist, das ist unser Überzahlspiel. Wir haben aktuell eine Überzahlquote von 4,26%. Normaler Wert ist eine Überzahlquote von, naja, irgendwas zwischen 15% und 20%. Aber das hängt natürlich schon auch maßgeblich mit der Vorbereitungszeit zusammen, da einfach die Zeit fehlt, gewisse Dinge einzustudieren. Garniert ist die ganze Geschichte worden dann natürlich von einem unglaublichen Verletzungspech. In der kompletten Vorbereitungszeit, also wirklich die komplette Vorbereitungszeit, haben uns gefehlt 4 Spieler. Das waren der Vitali Stehle, der Markus Koch, der Nemo und der Marvin Moch. 3 von den Spielern sind absolute Führungskräfte von uns, auch fürs Überzahlspiel wichtig. Und wie gesagt, das waren die 4 Spieler, die dauerhaft ausgefallen sind. Und dazu kamen dann punktuell von Woche zu Woche immer noch mal 2, 3 andere. Und was die Substanz der Mannschaft anbelangt, ist natürlich auch das Thema Strafzeiten ein wichtiges. Wenn ich einen kleinen Kader habe, egal aus welchem Grund, sei es Verletzung, was auch immer, tue ich natürlich meiner Mannschaft keinen Gefallen, wenn ich ständig auf der Strafbank sitze. Ob das nachher dann in einer Unterzahlsituation mündet oder durch eine 10-Minuten-Strafe, wo ich der Mannschaft einfach nicht zur Verfügung stehe und die wenigen Jungs, die da sind, die Arbeit für mich mitmachen muss. Und aktuell sind wir, was die Strafzeiten anbelangt, Vorletzter der Oberliga mit 195 Strafminuten. Das sind im Schnitt 24, irgendwas pro Spiel. Das ist natürlich auch ein Wert, der katastrophal ist. Also das sind 2 Punkte, die im Viktor und mir sehr stark unter den Nägel brennen. Das ist einmal die Strafzeitengeschichte und das ist auch die Überzahlgeschichte. Und ja, was soll ich groß erzählen? Bei 9 geschossenen Toren im Meisterschaftsspielbetrieb, dieses Pokalspiel klammere ich jetzt mal aus, muss man sich schon Gedanken machen. A, ist im Sturm genug Qualität vorhanden? Da werden wir wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung sein. Ich sage ja, wir haben genug Qualität im Sturm. Wobei wir uns auch Gedanken machen, ist sie vielleicht nicht auch noch verbesserungswürdig? Aber dazu kommen wir später auch noch. Ein großes Manko von uns dieses Jahr ist definitiv die Chancenverwertung, sei es im Überzahlspiel, aber auch bei 5 gegen 5. Von den 14 Pfostenschüssen, die wir haben, will ich jetzt mal gar nicht reden. Da ist auch durchaus sehr, sehr viel Pech mit dabei, aber letzten Endes, wir haben in jedem Spiel gute Torchancen, also zumindest gute Torchancen für Oberliga-Verhältnisse. Wir dürfen das nicht mit der Bayernliga vergleichen, das ist ein anderes Eishockey. Wir haben gute Schussquoten, wir haben gute Quoten, was die Chancen anbelangt, nur was die Chancenverwertung anbelangt, sind die Werte sehr, sehr schlecht. Das Thema Überzahlspiel habe ich schon angesprochen, die Pfostenschüsse habe ich auch schon angesprochen, aber, und das ist auch wieder was, was ein Problem ist, woran wir arbeiten können und auch müssen, das ist einfach der Wille zum Tor. Und der Wille zum Tor heißt auch zu den Nachschüssen gehen, dahin gehen, wo es weh tut, weil das sind die Tore, die man in der Oberliga schießt. Und wir haben da teilweise noch Mechanismen aus der Bayernliga, wo das gut geklappt hat, weil der Platz auf dem Eis war, aber den haben wir im Moment nicht. Und auch da sind wir dran, mit der Mannschaft zu arbeiten. Und der dritte Punkt, den wir sehen, der uns Probleme macht, neben der Substanz und der Chancenverwertung, ist, dass
die Spieler, die im Kader sind, eigentlich alle hinter den Erwartungen, was ihre Scorerqualitäten anbelangt, zurückbleiben. Ja, wir haben aktuell in der Scorerliste den Igor Fielerburg vorne mit 5 Punkten, 3 Tore, 2 Assists. Danach kommt schon ein Simon Knaup, gut, der einige Spiele auch im Sturm gespielt hat, mit 4 Punkten. Und dann haben wir einen Alex Funk mit einem Tor, einen Vitali Steele mit einem Tor, einen Jens Feuerfall mit 2 Toren, Apelles mit einem Tor, Dima Letessow noch ohne Tor, Josef Eckmeier noch ohne Tor, Oliver Kämmerer noch ohne Tor, Bryce Holbeck noch ohne Tor. Und das ist natürlich schon eine Geschichte, wenn man sieht, dass Spieler aus der Bayernliga von anderen Aufsteigern, also in dem Fall von Weiden, ähnliche Scorer-Quoten haben wie letztes Jahr und wir noch nicht, ist es natürlich auch eine Geschichte, wo jeder einzelne Spieler einfach noch härter, noch zielgerichteter arbeiten muss. Ich glaube, in allen Spielen kann man den Jungs den Willen nicht absprechen, insbesondere was Defensivverhalten anbelangt. Da machen die alle großartige Spiele, arbeiten sehr, sehr gut, aber nach vorne dieses einfache Spielen und den Willen zum Tor, da muss jeder einzelne Spieler noch stärker in die Verantwortung gehen. So, das wie gesagt ist so die Geschichte, wie wir das aktuell sportlich sehen. Für die Zukunft, für die weiteren Spiele haben wir natürlich jetzt schon auch ein Problem. Die Substanz der Mannschaft verbessert sich, Spieler kommen nach und nach ins Training zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob der Nimo heute mit auf dem Eis ist. Steht noch an der Bande, aber der wird in sehr, sehr kurzer Zeit zumindest mal mit den ersten Eiskontakten anfangen. Wann er dann wieder zur Verfügung stehen wird, werden wir sehen. Jedenfalls, die Substanz verbessert sich ein bisschen in der Mannschaft. Aber jetzt haben wir natürlich in der Mannschaft sehr, sehr viel zu tun, was das Psychologische anbelangt. Wenn man in etlichen Spielen so bestraft wird, so hart bestraft wird, wie unsere Jungs, also sei es in Erding, sei es gegen Rosenheim, sei es gegen Freiburg, wo du wirklich absolute Topleistung abrufst und dann anderthalb Minuten vor Spielende gnadenlos bestraft wirst, das hinterlässt natürlich Spuren. Und das wird so das Hauptaugenmerk sein von Victor und mir, dass wir die Jungs da wieder in die Spur bekommen. Und Penalty, also Überzahlspiel, wird ein sehr, sehr großer Faktor sein, oder ist es eigentlich schon seit 2 Wochen jetzt, wo die Mannschaft etwas kompletter ist. Aber da müssen möglichst schnell bessere Quoten her. Und auch was die Intelligenz der Spieler, was die Spielweise anbelangt, bei Strafzeiten und so weiter auch. Ja, wie gesagt, das ist das, was der Victor und ich tun können und auch tun werden. Und sicherlich gibt es von uns auch Überlegungen, inwieweit uns vielleicht eine Veränderung im Kader noch gut tun würde. Aber jetzt habe ich viel geredet. Ich gebe jetzt erstmal das Mikrofon zurück an Tobi, weil sicherlich werden ja von euch dann auch die ein oder andere Frage kommen. Und da können wir dann ja auf den einen oder anderen Punkt auch noch eingehen. Dankeschön. Ja, Fragen? Ja, hallo. Ja, bitte? Um jetzt mal konkret zu werden, sind jetzt noch 49 Stunden geplant? Die Frage, sofern es hinten nicht verstanden war, ist, ob jetzt konkret Neuverpflichtungen geplant sind. Wer möchte zuerst? Naja, als Trainer und als sportlicher Leiter hat man natürlich immer den Wunsch nach neuen Spielern, ist ja ganz klar. Das ist natürlich immer davon abhängig, kriegt man da noch ein bisschen Budget zur Verfügung gestellt oder nicht. Und wer die Herren Zettner, Steinert und auch unsere Vorstandschaft kennt, weiß, dass es wirtschaftlich alles sehr, sehr seriös abläuft. Und da wird nicht einfach mal auf gut Glück Geld ausgegeben in der Hoffnung, man gewinnt, man hat mehr Zuschauer, sondern ist alles sehr, sehr wohl überlegt. Wie gesagt, wir sehen die Qualität in der Mannschaft, aber wir sehen auch einen Zeitpunkt gekommen, wo eventuell
Ich glaube, gegenüber der Mainpost habe ich es ausgedrückt, als Galionsfigur vielleicht sehr, sehr hilfreich wäre für das gesamte Umfeld, auch für die Mannschaft. Ein Spieler, an dem man sich aufrichten kann, weil in den eigenen Reihen haben wir aktuell diesen herausragenden Spieler nicht. Und das ist nicht einfach. Und Boxen gehen schon wieder nicht. Hört er mich jetzt hinten wieder? Immer noch nicht? Wie? Bitte von Handzeichen dann wieder, wenn es wieder gehen sollte. Geht nicht? So, jetzt, wie schaut es jetzt aus? Immer noch nicht? Ja, genau. Immer noch nicht zu hören? Undeutlich. Ja gut, das kann auch an meiner Aussprache liegen. Ja. Nee, also die Frage war ja, um es ganz kurz zu machen, die Frage war, sind noch Transfers geplant? Wie gesagt, wir könnten uns das gut vorstellen, dass es hilfreich wäre für die Mannschaft, einen Transfer zu tätigen. Mehr möchte ich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Weitere Fragen? Ja. Bitte? Von meiner Seite. Hat Steffen, ganz kurz unsere Kontingentspieler. Bryce Holweg, ein Tor, wie du gesagt hast. Nee, kein Tor, glaube ich noch. Einen Scorerpunkt, glaube ich. Leidenschaftlicher Kämpfer sind wir uns, glaube ich, einig. Aber unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Spielern auf Kontingentposition. Ich glaube, über einen etwas Abelis müssen wir uns nicht unterhalten. Das glaube ich aber schon. Aus Sicht von einigen, auch bei uns hier im Fanblog, der blindeste Ausländer seit Peter Hoppe. Immer die eine Sache ist die, was bringt man auf dem Eis für Einstellung? Und ich denke, bei ihm ist sowohl das eine das Spannende, als auch die Einstellung nicht unbedingt das, was er uns für Kontingentspieler vorstellt. War man nicht ein bisschen blauäugig, dass man einen Spieler verpflichtet hat, der in der letzten Saison bei drei Vereinen nicht sonderlich erfolgreich war? Definiere erfolgreich. Darf ich erstmal die Frage kurz wiederholen, weil hinten kam nicht angekommen. Also Frage ist nach den Kontingentspielern. Bryce Holweg, bis jetzt ein Scorerpunkt. Und die Frage nach, oder die Aussage war, die Diskussion über einen Edgars Abelis müsste man nicht führen, da er der blindeste Ausländer seit Peter Hoppe ist, habe ich wörtlich jetzt zitiert. Die Antwort war dann vom Steffen, also darüber können wir auf jeden Fall diskutieren. Jetzt, Thomas, weiter. Nee, also ich will einfach mal, ob wir da ein bisschen blauäugig sind, auch bei den Verpflichtungen. Andere Vereine, immer weiten, die mit uns aufgestiegen sind, haben ihre Ausländer schon sehr frühzeitig verpflichtet. Und viele andere Vereine in der Oberliga auch. Nachdem es ja nur zwei gibt, ich weiß, bei der letzten Oberliga hatten wir 6 Ausländer, da war es eine andere Situation damals. Da konnten wir noch im 4.5. auch im August verpflichten, haben wir damals, Stefan, du weißt es, haben wir erst mal recht gemacht. Aber hat man da nicht ein bisschen blauäugig auch agiert? Okay, und Zusatz war, ob man dann bei der Verpflichtung der beiden Ausländer etwas blauäugig war. Weiden hatte frühzeitig seine Kontingentstellen besetzt. Und ja, Steffen. Ja, also erstmal kurz zu der Leistung auf dem Eis von unseren Kontingentspielern, von Bryce Holweg und zum Edgar Apelis. Edgars Apelis war ein Transfer. Wir haben ihn hier im Probetraining gehabt, haben ihn ein paar Einheiten gesehen. Was wir beurteilen ist, dass er sehr, sehr gute Grundanlagen hat, was das Läuferische anbelangt, seine Lauftechnik, was seine körperliche Statur anbelangt, was seine Schussqualität anbelangt, was seine Übersicht anbelangt. Das ist das eine. Die Fehler oder die Defizite, die wir bei ihm gesehen haben, war einmal körperlicher Natur, seine Fitness, und er unterliegt einer gewissen Lethargie. So, jetzt habe ich, wenn ich ein begrenztes Budget zur Verfügung habe für einen Spieler, dann kann ich mir nur Spieler leisten, die irgendwo einen gewissen Defekt haben. Auch das ist Schweinfurter Tradition. Ich sage nur, ein Mikhail Nemirovski hat auch einen gewissen Defekt, aber extreme sportliche Qualitäten gehabt, damals zu Oberliga-Zeiten schon. Und man muss das dann irgendwie handeln. Und einem Spieler kann ich nicht das Schlittschuhlaufen beibringen, dem kann ich nicht das Schießen beibringen in kurzer Zeit und auch nicht die Spielübersicht beibringen. Aber ich kann ihn körperlich fitter machen.
Was wir unterschätzt haben, ist sein Enthusiasmus auf dem Eis, also sprich seine Leidenschaft, die er mitbringt, sein Kampfgeist, da sind wir unzufrieden. Das sind eigentlich die Hauptpunkte und die stehen ihm im Wege. Und was bei ihm auch im Wege steht, ist seine Beständigkeit. Er hat etliche sehr, sehr gute Szenen, hat aber auch viele weniger gute Szenen. Und die Gefahr, die einfach besteht, an einen Ausländer werden immer andere Ansprüche gestellt als an einen deutschen Spieler. Das wissen wir. Aber letzten Endes ist es eine Frage des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Und ich sehe, dass wir im Moment im Defensivbereich die geringeren Probleme haben. Jetzt ist die Frage, ob er unserem Offensivspiel vielleicht zu wenig weiterhilft. In der Passeröffnung, in der Spieleröffnung und auch was seine Blue-Liner-Qualitäten anbelangt. Darüber kann man diskutieren. Er ist 22 Jahre alt. Wir sehen ihn bei ihm ganz klar ein gewisses Potenzial. Wir sehen aber auch, dass er inzwischen 6 Wochen in Schweinfurt ist und uns seine Entwicklung nicht schnell genug vorangeht. Mehr will ich nicht sagen. Ganz kurz noch, da ist noch eine Zwischenfrage, aber kurz noch zum Bryce Holweg. Bryce Holweg hat letztes Jahr unter sehr, sehr widrigen Umständen in 19 Spielen, jetzt muss ich lügen, korrigiert mich besser, bitte, ihr wisst vielleicht besser, 28 Punkte gemacht. Kommt es ungefähr hin? So irgendwas. Das ist eine Quote, die ist sehr, sehr gut, auch für die Bayernliga. Es sind andere Ausländer aus der Bayernliga auch in der Oberliga verpflichtet worden. Ein McLaurin nach Deggendorf, der übrigens im 8. Spiel dann sein erstes Tor gemacht hat. Und ein Gillem nach Peiting. Und bei einem Bryce Holweg ist es ähnlich. An einen ausländischen Stürmer werden gewisse Scorerqualitäten von außen in Anspruch genommen. Vielleicht auch zu Recht. Gewisse Führungsqualitäten auch. Die Führungsqualitäten kann er mitbringen, hat er auch. Seine Scorerqualitäten, denke ich mal, sind dieses Jahr unter ferner Liefen. Aber da ist er allerdings in guter Gesellschaft mit 5, 6, 7 anderen Spielern auch. Und jetzt sind wir natürlich bei dem Punkt, dass an Ausländer andere Ansprüche gestellt werden. Da gebe ich recht. Aber wenn man ein Gesamtbudget für einen Kader zur Verfügung hat, ist die Frage, macht man alle Eier in einen Korb oder verteilt man seine Eier auf mehrere Körbe? Und wenn ich meine Eier alle in einen Korb setzen würde und ich hätte jetzt zu einem Nemirovski noch einen verletzten Ausländer, der absolute Granate ist, dann hätten wir jetzt keine 4 Punkte, sondern wahrscheinlich 0 Punkte oder 1 Punkt und wir wären bei den allermeisten Spielen noch nicht mal ansatzweise im Bereich eines möglichen Sieges gewesen. Von daher muss man abwägen. Wie gesagt, ich will es nicht schönreden. Ich sehe die Problematik auch bei Ausländern, ganz klar. Aber es ist mehr als das. Man muss immer das Gesamtbild im Auge haben. Wenn ich auf eine Frage dort vorhin sage, die Fitness beim Abelis ist nicht okay. Wenn ich 5 Wochen bei der DEL-Mannschaft mitnehme, dann bin ich schon fit, wenn ich hinkomme. Weil ich die Chance habe, in der DEL zu spielen. Richtig. Da kann mir keiner erzählen, dass er nicht fit nach Schwanken kommt. Wenn ich 5 Wochen bei der DEL mitspiele oder mittrainiere, dann habe ich die verdammte Pflicht, fit hinzukommen. Also die Anmerkung war, der Fitnesszustand von Edgar Sapele ist, wenn man 5 Wochen bei einem DEL-Verein zur Probe trainiert hat, dann hat man da fit zu erscheinen. Und die Frage ja nach dem Fitnesszustand dann vom Edgar. Ja, ist absolut richtig. Ich wäre da sicherlich anders gewesen, wenn ich die Chance gehabt hätte, beim DEL-Verein zum Probetraining aufzuschlagen, wäre ich da topfit hingekommen. Bei ihm war es offensichtlich nicht so. Man darf aber nicht denken, wenn man 4 Wochen bei einer DL mittrainiert, dass man hinterher fit ist. Weil eine DL-Mannschaft spielt mit 8 Verteidigern jedes Spiel. Dann gibt es da die ersten 4 Verteidiger, die kriegen relativ viel Eiszeit. Und dann gibt es noch die Verteidiger 5, 6, 7, 8, die kriegen pro Spiel relativ wenig Eiszeit. Mit sehr, sehr kurzen Wechseln. Der Trainingsbetrieb in der Vorbereitung ist ein bisschen anders, aber jetzt während der Saison ist ein DL-Verein drilliert wahrscheinlich weniger als wir in der Oberliga, von der Intensität her. Die trainieren mehr, häufiger, aber sehr, sehr viele taktische Sachen. Aber das sind alles Dinge, die deinen Fitnesszustand nicht unbedingt verbessern. In der DL ist es tatsächlich so, ein DL-Spieler hat am 1. oder 15. August, wenn die Verträge losgehen, in einem absoluten Top-Zustand zu erscheinen. Ansonsten kann er nach 2 Wochen
wahrscheinlich seine Koffer wieder packen, beziehungsweise hat ein sehr, sehr dickes Problem, in der kommenden Saison einen Vertrag zu finden. Aber die Vorstellung, dass jemand, wenn er 4 Wochen bei der DL mittrainiert, hinterher topfit ist, das ist nicht richtig. Nochmal, das haben wir ja auch gewusst. Und ich sage klipp und klar, die Entwicklung, die er zeigt, geht uns zu langsam. Das ist auch richtig. Wir sehen aber einen positiven Trend. Und er hat einen Vertrag bis 1. Dezember. Und wenn er den gewissen Druck nicht spürt jetzt, dann kann man ihm sowieso nicht helfen. Nochmal eine Frage, Tobi. Es gibt ja durchaus auch einige Leistungsträger, potenzielle, die ihre Leistung abrufen. Was unternimmt die sportliche Leitung, um denen auch ein bisschen Feuer zu machen? Ich nehme jetzt mal wieder die Stellen. 270, 280 Zweitligaspiele ungefähr, mehrere Oberliga. Was kann man verbessern? Ich meine, das Kind liegt im Brunnen. Was jetzt tun? Du hast vorhin eine Viertelstunde über das Kind im Brunnen geredet. Auswirkungen auf die Zukunft, das wollen wir, denke ich. Ja. Frage erstmal, dass nicht nur die Kontingentspieler vielleicht hinter den, Erwartungen zurückbleiben, sondern auch nach den deutschen Führungsspielern wie ein Vitali Stehle über 200 Zweitligaspiele und was die sportliche Leitung gedenkt, da zu tun, um den Leuten klarzumachen, um was es hier geht. Also der Vitali Stehle war einer der Spieler, die komplette Vorbereitung verpasst haben. Das muss man ihm erstmal zugestehen. Der hat etliches an Nachholbedarf und dennoch ist er einer der Spieler, die verpflichtet worden sind in der Erwartung, dass sie einen gewissen Scoring-Touch mitbringen. Ich denke mal, den hat er auch zweifelsohne. Das hat er in den letzten Jahren, egal wo er war, unter Beweis gestellt. Er ist einer derjenigen, mit dem es zumindest schon mal Gespräche gab. Ich denke mal, das sagt schon mal einiges. Leider ist beim Vitali so, er war ein bisschen als der Zwillingsbruder vom Nemo gedacht. Die zwei harmonieren absolut exzellent. Der fehlt ihm jetzt. Und er ist aber sicherlich nicht der Spieler, das wusste man von Anfang an, der dann, wenn es nicht läuft, kämpft wie ein Schwein. Das ist er einfach nicht. Da ist er nicht der Spielertypus, das kann man auch nicht von jedem erwarten. Ist schwierig. Und deshalb ist die Situation mit ihm nicht einfach. Wir sehen seinen Willen, wir sehen, wie er sich in die Mannschaft integriert, wie er auch im Training Gas gibt. Wir sehen aber, wie er in Spielen massiv Probleme hatte oder hat. Letztes Wochenende kommt er zu, hat sich im Rosenheim-Spiel verletzt, eine Beckenprellung. War nicht wirklich spielfähig für das Freiburg und für das Regensburg-Spiel. Aber er war dabei, weil wir einen dünnen Kader haben, weil er gesagt hat, ich spiele. Aber das soll nicht als Ausrede gelten, muss man aber auch in Betracht ziehen. Und wie gesagt, davor ist er seit 3 Wochen auf dem Eis. Jetzt sind es insgesamt, jetzt ist er 3 Wochen auf dem Eis. Ich sehe, es gibt keinen Eishockeyspieler auf der ganzen Welt, der nach 3 Wochen Vorbereitungszeit sein volles Leistungspotenzial abruft. Außer Steffen Reiser vielleicht, der macht's nach 2 Trainingseinheiten, aber von mir wird, sind wir mal ehrlich, auch nicht viel erwartet. Ja. Also so gesehen hat er noch ein bisschen Schonzeit, aber er wird in den kommenden Wochen zunehmend in der Verantwortung stehen. Und wer einen Viktor kennt, der weiß, dass Spieler sehr, sehr human behandelt werden, aber wenn sie es verdient haben, aber er auch die Samthandschuhe ganz schnell ausziehen kann. Weitere Fragen? Ja. Olli? Im Forum wird intensiv über die Abgänge vor der Saison diskutiert. Ist es im Nachhinein betrachtet ein Fehler gewesen, Marcel Jura stehen zu lassen, eine der Forumsmitglieder? Ich will nur wiederholen. Die Frage hier von der Mainpost von Oliver Schikora ist, dass im Internetforum die Abgänge vor der Saison heiß diskutiert werden, speziell die Personale Juha Stör. Richtig? Also der Wortlaut war, glaube ich, Olli, war es gut, einen Marcel Juha ziehen zu lassen, richtig?
So, jetzt will ich ein für alle Mal mit einer Geschichte aufräumen. Ein Marcel Juhasch ist auf seinen Wunsch aus Schweinfurt weggegangen. Er hat ein Angebot von uns gehabt und es war das, genau, das ist jetzt genau der Punkt, was es gibt genau zwei Parteien, die bei diesem Gespräch mit Marcel Juhasch zusammen waren. So, das ist einmal die Vereinsführung und das ist der Spieler selber. Und wenn jetzt hier gewisse Leute sagen, ja, aber was für eins, dann frage ich mich, nachdem von der Vereinsführung keiner nach außen trägt, was mit den Spielern gesprochen wird, warum dieser Spieler, ist eine Mutmaßung, vielleicht war er es auch nicht, vielleicht hat irgendjemand anders Gerüchte in den Umlauf gesetzt, aber ganz offensichtlich sind ja Beträge im Umlauf, warum das derjenige macht? So, das ist mal eine ganz klare Frage. Und der Marcel Juhasch hat ein Angebot gehabt, das ordentlich war, richtig, kann man so sagen. So, und jetzt sage ich nochmal was, ohne dass ich einen Betrag nenne, wenn aber ein Spieler Zweitliga-Gehaltsvorstellungen hat, dann können wir als Verein da einfach nicht mitgehen. Und jetzt sage ich nochmal was, es gab eine Verhandlungsrunde mit Marcel Juhasch, wir haben eine Vorstellung geäußert, er hat eine Vorstellung geäußert. Und der zweite Verhandlungstermin wurde begonnen, wir brauchen gar nicht weitersprechen, ich glaube, die Chemie passt nicht, ich gehe. So viel dazu. Ein Marcel Juhasch, dieses Gerücht, dass er von uns weggeschickt wurde, was auch immer, und Weidenspiel und was da alles kolportiert wird, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das Gerücht, glaube ich, war auch schon im Umlauf, weil er in Weiden 2 oder 3 Tore gemacht hat, Finale gewonnen hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, er das Finale gewonnen hat und wir sauern waren, es gibt kein Finalheimspiel mehr. Musste er gehen. Dann frage ich mich, warum hier noch ein Benny Dirksen spielt. Für mich war nämlich der Matchwinner im zweiten Finalspiel in Weiden, der Benny Dirksen, der brutalste Monster-Saves gemacht hat in den letzten 3 Spielminuten. So, und das sind. Und ein Einzelspieler gewinnt sowieso nie ein Spiel. Weil, wenn ein Einzelspieler ein Spiel gewinnen kann, dann frage ich mich, warum wir das Heimspiel 2 Wochen vorher gegen Weiden 8-1 verloren haben. Warum hat es kein Spieler im Alleingang? Ein Spiel gewinnt immer ein Kollektiv. So, und warum ist da nicht ein komplettes Kollektiv ausgetauscht worden? Und das will ich jetzt mal in aller Deutlichkeit hier sagen. Es gibt Leute, die sind unzufrieden, die erzählen es ihrem Kumpel, die erzählen das und dann geht es ins Forum und dann sind Gerüchte im Umlauf. Und das ist einem Verein gegenüber absolut nicht fair. Wir haben da unten Spieler, die sind zufrieden, wie sie behandelt werden. Die sind ganz offensichtlich auch zufrieden, wie mit ihnen verhandelt wurde. Und es gibt eben 2, 3 Spieler, die sind nicht zufrieden. So, und wenn dann da über die Schiene Politik gemacht wird, dann ist es absolut unredlich und wir als Verein halten uns daran an einen Kodex, dass das, was gesprochen wird, nicht nach außen gelangt und gewisse Leute tun es einfach nicht. Und wenn es weiterhin so weitergeht, dann werden wir vielleicht da spreche ich jetzt nur für mich, spreche nicht für die restlichen Herren hier, da muss ich mal überlegen, vielleicht muss ich auch mal mehr nach außen tragen. Aber da bin ich mal gespannt, für wen es gut und für wen es schlecht ausgeht. Also dieses Gerücht, dass an Marcel Juhasch weggeschickt wurde, ist absolut falsch, dementiere ich vehement. Und wie gesagt, ich habe es erläutert, wie die Gespräche abgelaufen sind und jetzt kann sich jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Also man möchte auch noch was ergänzen, weil ich war bei den Gesprächen ja auch dabei. Es sind ja noch andere Gerüchte im Umlauf. Bei uns würden Leute ausgebotet werden, sprich, die bekommen kein vernünftiges Angebot, weil sie möchten mir eh nichts mehr haben. Also Martin Dürr war da ja auch mal im Gespräch. Das ist so ein Humbug. Also anders kann ich das nicht ausdrücken. Der Racy hat es ja weitestgehend gesagt. Also ich bin seit 33 Jahren jetzt hier in dem Verein. Und die, die lange genug dabei sind, wissen, wir hatten finanziell einige schwierige Zeiten hinter uns. Und aus jeder schwierigen Zeit sollten wir was mitnehmen und was lernen. Und wenn der Stefan hier, der Steini und ich was gelernt haben aus dieser schwierigen Zeit, ist es eins, dass wir es nicht vorne dran stehen, wenn hier wieder mal die Lichter ausgehen sollten. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass wir einen vernünftigen Etat aufstellen. Und das machen wir gemeinsam, so wie wir hier sitzen. Und jeder nach unseren Vorstellungen ein vernünftiges Angebot nach seiner sportlichen Wertigkeit, nach unserer Meinung, bekommt. Bei uns muss niemand in einer 20 Quadratmeter Bude wohnen, so viel Geld haben wir noch. Ja? Auch solche Gerüchte waren ja im Umlauf und da frage ich mich wirklich, wo sowas herkommt.
Ja. Einige waren hier dabei, die haben geholfen, die Wohnungen einzurichten. Ich glaube, da war keine Wohnung dabei und kein Spieler muss sich in 20 Quadratmeter verkriegen. Aber ich in meiner Studentenzeit habe in 20, ich habe sogar in weniger gewohnt. Das nur nebenbei. Ja. Also was ich wirklich hier betonen möchte und weil man dann zum finanziellen Aspekt vielleicht auch kommt, man spielt ja direkt irgendwo hier mit rein. Natürlich sind wir mit unseren Scorer-Qualitäten aktuell nicht zufrieden. Aber, und jetzt kommt dieses Aber, wir werden aus dem aktuellen Etat keine Mittel zur Verfügung stellen für neuen Spieler. Und das kann jeder vernünftig denkende Mensch, denke ich, auch nachvollziehen, wenn man sieht, wie sich unsere Zuschauer entwickelt haben, der Zuschauerzuspruch. Wir sind selbstverständlich bemüht, und jetzt, um das gleich zu korrigieren, hier über Sondermittel noch die ein oder andere Kaderveränderung herbeizuführen. Da laufen auch schon Gespräche, da sind wir auch sehr, sehr guter Dinge, dass uns das gelingt, hier vielleicht noch für Verstärkung zu sorgen. Aber unser Etat ist vernünftig aufgestellt. Natürlich jetzt, wir hatten mit mehr Zuschauer geplant als mit aktuell den aktuellen Zahlen. Ja. Wir hatten glücklicherweise zwei Pokalspiele, sodass wir aktuell absolut im Soll liegen, was die Einnahmenseite betrifft. Natürlich, wenn das die ganze Saison so weitergeht, da braucht man kein Mathematikgenie zu sein, dann laufen wir schwierigen Zeiten entgegen, aber soweit denke ich nicht, denn auch da bin ich schon zu lange dabei. Wir haben noch keine richtige Eishockey-Zeit. Das Wetter war immer unwahrscheinlich schön, komischerweise auch, wenn wir Eishockey gespielt haben. Aber jeder weiß, der lange genug hier rausgeht, dass die Eishockey-Zeit Ende November beginnt, die echte Eishockey-Zeit, und sich dann bis Ende der Saison hinzieht. Und wir, wie wir hier sitzen, stehen zu der Leistung der Mannschaft und sind fest davon überzeugt, dass wir A, demnächst wieder Punkte einfahren und B, sich dann auch die Zuschauersituation deutlich entspannen wird. Ja, und von daher, und allen Gerüchten da wirklich entgegenzuwirken, dass wir hier Leute absichtlich ausboten würden. Vielleicht auch nochmal einen Zusatz. Im Gegensatz zu der früheren Oberligasaison spielt hier keine GmbH. Hier spielt der Verein. Das heißt, wenn wir finanzielles Harakiri machen, machen wir finanzielles Harakiri mit dem EAV Schweinfurt. Das heißt, der komplette Verein ist davon betroffen. Und da haben wir eine Verantwortung nicht nur für unser Personal, was unten auf dem Eis steht, jeden Freitag und Sonntag, sondern auch Verantwortung für den kompletten Nachwuchsbereich hier. Das nur mal so viel dazu. Damit ihr mal wisst, dass wir mit Sicherheit hier keine Kurzschlussreaktion machen, weil eine Kurzschlussreaktion kann Auswirkungen auf den kompletten Verein haben. Und da geht es nicht nur um 20 Mann, die hier sitzen oder trainieren, sondern geht es um weitaus mehr. Ich auch noch mal ganz kurz, vielleicht, bevor es da noch mal Fragen gibt. Sicherlich, es ist immer einfach, wenn es nicht so gut läuft, zu sagen, wäre der und der Spieler da, wäre alles anders. Ja, aber welche Garantie hat man denn dafür? Das ist doch auch die große Preisfrage. Die hat man nämlich nicht. Und wie gesagt, das ist bequem. Man sieht, oh, der andere Spieler, ja, wo er jetzt gerade spielt, macht er seine Punkte. Ist die Frage, wer ist in der jetzigen Situation, in der wir sind, wäre es da eventuell anders? Oder würde er hinter den Scorer-Qualitäten, die der Marcel Juasch beispielsweise hat, wäre er da nicht auch ganz stark hinterher? Und bei einem Marcel Juasch würde ich auch mal sagen, wie gesagt, mich jetzt gefreut, wenn er da geblieben wäre, weil er ein sehr, sehr professioneller Spieler ist. Marcel Juasch will ich mal in Erinnerung bringen, als er aus der zweiten Bundesliga nach Schweinfurt kam, wohlgemerkt nicht in die Oberliga, sondern in die Bayernliga, hat er, ihr könnt es nachher mal nachprüfen, vielleicht verhaue ich mich um ein, zwei Spiele, in den ersten 7 Spielen oder ersten 8 Spielen, glaube ich, ein Tor gemacht. Wohlgemerkt in der Bayernliga damals. Also, sicherlich, man kann da gewissen Dinger nachtrauern, man kann auch einem Bruce Hardy noch nachtrauern beispielsweise, aber die Garantie, ob uns jetzt hier ein Bruce Hardy in den ersten 8 Spielen 4 Tore und damit 6 Punkte gebracht hätte, weiß ich nicht. Das ist immer... Es ist immer schwierig. Und wie gesagt, mir ist es wichtig, dass mit einer Geschichte aufgeräumt wird. Und zwar, dass wir den Marcel Juasch vom Hof gejagt haben. Das ist absolut absurd. Das wird kolportiert, weil vielleicht gewisse Vorstellungen auseinandergegangen sind. Und eins ist sicher,
Von unserer Seite wurde es nicht kolportiert. Von welcher Seite es dann kolportiert wurde, ist mir eigentlich relativ wurscht. Nur, dass das ein für alle Mal klargestellt ist. Ich will noch ganz kurz eine Frage stellen, weißt du am ersten. Jetzt, wir hoffen ja, dass sich alles bessert, auch wenn Nemo wieder dabei ist. Wann wird Nemo denn wieder dabei sein? Wann wird Marvin noch dabei sein können? Und was ist mit einem Timo Ludwig, der seit zwei Jahren nicht mehr spielt? Ja. Frage ist nach dem ersten Spiel von Nemo wieder, ein Einsatz von Marvin Moch und was mit Timo Ludwig ist? Das sind interessante Fragen. Also der Marvin Moch hat am Montagabend mit den Junioren mittrainiert, zumindest versucht. Am Dienstag war das Bein direkt wieder angeschwollen und eine Schwellung ist sichtbar und wir sind auch in Kontakt mit den Mannschaftsärzten und was ich gehört habe, ist da wohl auch ein gewisses Gerücht im Forum, im Umlauf, dass wir ihn gar nicht spielen lassen wollen oder was auch immer. Völlig absurd, wenn es so wäre. Wir nehmen noch nicht irgendeinen Spieler auf die Gehaltsliste und hocken ihn dahin aus irgendwelchen Gerüchtequellen und was weiß ich. Das ist ja sowas von absurd, das gibt's gar nicht. Also bei Marvin Moch bin ich absolut nicht mehr in der Lage, eine Prognose abzugeben, wann er spielen kann. Er hat ein Ödem direkt im Knochen. Es ist extrem schwer behandelbar und es ist extrem schwer einzuschätzen, wann sowas heilt und wann er voll belastbar ist. Muss aber auch, da sind der Viktor und ich uns einig, muss klipp und klar sagen, der Kerl kommt aus der Landesliga, hat eh einen gewissen Nachholbedarf. Jetzt hat er die komplette Vorbereitung verpasst, ist immer noch nicht auf dem Eis. Das heißt, er muss jetzt nicht nur diesen Sprung Landesliga zur Oberliga aufholen, sondern auch noch die Zeit, die er verpasst hat. Die Frage ist, ab welchem Zeitpunkt wäre überhaupt eine Hilfe für die Mannschaft? Und je später wir da in die Saison kommen, desto schwerer wird es. Aber wir haben da die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber es ist sowohl für uns eine schwierige Situation, aber für ihn ist diese Situation noch viel, viel gravierender. Weil der Kerl war heiß, der hat brutal hart im Sommer gearbeitet, ähnlich wie ein Georg Lang. Und der stellt ja im Moment unter Beweis, was durch harte Arbeit im Sommer möglich ist. Aber bei ihm, wie gesagt, eine Prognose abzugeben, völlig unmöglich. Das sagen auch die Mannschaftsärzte. Dann ist der Timo Ludwig. Timo Ludwig haben wir bisher immer rausgegeben als krank gemeldet. Das entspricht auch wenn er nicht komplett Zeit krank geschrieben war, der Wahrheit. Der Timo Ludwig ist vor zwei Wochen an uns herangetreten. Der Timo hat in der zweiten Septemberwoche eine Lehre angefangen. Wer die Biografie von Timo Ludwig kennt, weiß, wie wichtig das ist, dass er eine Lehrstelle gefunden hat. Er hat da lange Zeit Probleme gehabt. Und dann ist auf den Kerl hereingebrochen eine Doppelbelastung, wie sie 80% unserer Jungs kennen und ohne Probleme meistern. Aber für ihn war die Situation komplett neu. Er ist an uns herangetreten, komplett erschöpft. Er hat ein absolutes Erschöpfungssyndrom. Ich will das Wort Burnout nicht hören, weil das ist es nicht, aber er ist absolut erschöpft, weil die Situation neu für ihn ist und er ist auf unbestimmte Zeit erstmal aus dem Verkehr gezogen, weil wir sagen, Junge, deine berufliche Situation ist erstmal wichtiger, dass du da Fuß fasst, wenn du wieder Energie tankst, wenn du eine gewisse Eingewöhnungszeit hast im Beruf, bin ich mir sicher, dass wir ihn auch wieder an die erste Mannschaft und den Kader reinführen. Da ist aber auch nicht absehbar, wann das ist, ob das die Saison überhaupt nochmal ist. Und ich glaube, jeder, der von uns kennt es, der nach der Schulzeit die erste Lehrwoche hatte, der wusste, wie lang der Tag nach 14 Uhr noch war. Und so ist es bei ihm auch. Und wir hoffen, weil er hat unglaublich gute Entwicklungen gemacht die letzten zwei Jahre, wir hoffen, dass er nochmal zurückkommt. Und wenn wir da gerade dran sind, weil wir hatten es vorhin von der Substanz und der Kadertiefe, ein Michel Amrhein, der uns kurz vor Saisonbeginn, der auch schon fest eingeplant war, mit dem wir uns auch schon geeinigt hatten, der uns kurz vor Saisonbeginn gesagt hat, er hat jetzt privat andere Pläne, er macht ein halbes Jahr Australien, Travel and Work, und ein Flo Gessner, der uns, da lief die Vorbereitung schon, gesagt hat, er hat jetzt einen Studienplatz in Stuttgart, er geht. Das waren gewisse Geschichten. Hätten wir die früher gewusst, hätten wir transfertechnisch gewisse Dinge auch anders gemacht. Also wir haben sicherlich auch transfertechnisch, ich will nicht sagen, Sachen falsch gemacht, weil hinterher ist man immer schlauer, aber wir haben unter
den Gesichtspunkten, die wir damals wussten, Entscheidungen getroffen. Auch im Hinblick auf Förderlizenzen mit DL und Zweitligamannschaft, wo wir bewusst gesagt haben, nein, intern, wir wollen es nicht, weil wir wollen nämlich den Schweinfurter Weg, den wir vor 2, 3, 4, 5 Jahren eingeschlagen haben, konsequent weitergehen und wir führen die an die Oberliga heran. Hätten wir damals schon gewusst, dass ein Michel Amrhein und ein Flo Gessner nicht mehr zur Verfügung stehen, dann hätten wir die Gespräche, die wir im Mai, Juni mit DL und Zweitligavereinen schon hatten, intensiviert. Nur zu dem Zeitpunkt, wo wir dann erfahren haben, die Jungs gehen, können doch nicht spielen, waren die Spieler, die einigermaßen interessant sind für eine Förderlizenz, schon längst bei anderen Vereinen. Also das ist eine Geschichte, kann man sagen, war blauäugig von uns, hättet ihr euch trotzdem sichern müssen. Aber wie gesagt, war unter dem Hintergrund, wir wollen diesen Schweinfurter Weg auch in der Oberliga weitergehen. Wir wollen hier keine Vollprofitruppe mit Fremdspielern, sondern wir wollen hier möglichst viele Schweinfurter heranführen. Und dass das möglich ist, zeigt Georg Lang. Der hat es letztes Jahr nicht geschafft zum Stammspieler in der Bayernliga. Der war immer ganz knapp dran, aber hat es nie richtig gepackt. Jetzt sind wir aufgestiegen. War für ihn nochmal einen Schritt weiter. Ja, und was macht der Kerl? Nutzt die Gunst der Stunde, viele Verletzte. Und wenn er spielt, macht er sein Zeug richtig gut. Auch wenn er immer noch Luft nach oben hat. Aber das zeigt, dass der Weg der richtige ist. Und da sind einfach gewisse Dinge passiert, die waren für uns nicht vorhersehbar, waren nicht einzuschätzen. Und vielleicht hätten auch die Spieler uns gegenüber ehrlicher sein müssen. Vielleicht waren die Pläne, Travel and Work zu machen oder irgendwo anders zu studieren, schon im Juni im Kopf. Vielleicht hätten sie uns damals schon unterrichten sollen, hätte es uns leichter gemacht. Aber so war es nicht. Und jetzt müssen wir mit der Situation, wie sie ist, einfach möglichst gut umgehen. Und bin ich mir auch sicher, dass wir das meistern werden. Nemo war noch nicht. Ah, wie war die Frage? Achso, wenn er zurückkommt. Wie gesagt, Nemo hat für heute war eigentlich angekündigt, dass er eine Spezialschiene bekommt. Nachdem er nicht auf dem Eis ist, gehe ich davon aus, dass er noch nicht geliefert wurde. Sobald er die hat, wird er die ersten Eiskontakte haben. Sein Innenband ist zu einem sehr ordentlichen Prozentsatz zusammengewachsen. Optimistisch betrachtet würde ich sagen, in den letzten zwei Spielen vor der Länderspielpause, das wäre dann in knapp anderthalb Wochen, wäre ein Einsatz eventuell möglich. Die Frage ist, wollen wir dieses Risiko gehen? Jetzt haben wir die Situation mit 4 Punkten und da ist man natürlich immer geneigt, schnell aufs Eis. Ich sehe es langfristig, weil zur Länderspielpause haben wir ein ganz klein bisschen mehr als ein Drittel der Saison rum, auch wenn die Situation scheiße ist. Aber dann hat der Nemo nochmal 2 Wochen länger, das Ding komplett auszuheilen, auch ein bisschen Kondition zu tanken, wobei der natürlich Profi genug ist, dass er wirklich sehr, sehr hart gearbeitet hat die letzten Wochen. Aber er braucht einfach diese Zeit auf dem Eis. Und ich persönlich gehe davon aus, dass er nach der Länderspielpause uns dann zur Verfügung stehen wird und dann in einem Leistungsspektrum von 60-80%, bis er seine 100% erreicht, wird es nochmal 2, 3, 4 Wochen dauern. Und das muss man nüchtern einfach so sehen. Ja, bitte? Ich hätte nochmal ein Anliegen, und zwar wegen den Zuschauerzahlen. Da kann es ja verschiedene Gründe haben. Einmal eine schlechte Wetter, die schlechte Punktausdauer. Manchmal ist es auch zu teuer. Wäre es jetzt nicht mal wieder an der Zeit, vielleicht am Sonntag mal eine Aktion zu starten, dass man vielleicht Jugendliche, haben wir schon gemacht, Schüler, Studenten, Familientag macht, die nächste Woche Herbstferien. Die Woche drauf ist ja zeitgleich im Sinne 50 Köstlich, weil wir auch wenig Zuschauer haben. Also es wäre vielleicht mal so, wieder mal Zeit setzt, um wieder mal heute Leute herzulocken. Also die Frage war, ob es nicht Sinn macht, am Sonntag eine Aktion zu fahren, um Leute herzulocken. Ich würde mal das Mikro an Stefan Steinert weitergeben oder CD, weil wir haben ja auch Statistiken geführt über die Aktionen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, was das für Auswirkungen gehabt hat, ob es positiv oder negativ war, CD. Aber positiv könnte zum Beispiel mal sein, auch für die Mannschaft, dass man statt 600 oder 500 Leute doch mal wieder mal eine größere Kulisse da ist. Das kann ja auch für die Mannschaft mal schief gehen. Also das könnte auch eine positive Auswirkung auf die Mannschaft haben, wenn mal eine größere Kulisse als 600 Leute da wären. Ja, da würden wir uns aufrollen, aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Aber nein, bin ich schon dabei und wir haben, ganz klar, wir haben natürlich,
wir haben da Überlegungen natürlich in die Richtung auch schon gestrebt. Da waren ja auch schon mal im Forum einige, meiner Meinung nach, sehr gute Vorschläge auch dabei. Wo wir darüber nachdenken. Unsere Erfahrungen sind allerdings über den Preis, weil das ja auch angesprochen wurde, dass man vielleicht hier verbilligt, oder sind einfach die, dass man über den Preis nicht die Massen mobilisiert, die man sich dann wünscht letztendlich. Also ich kann mich da erinnern, ich glaube, das war mal Höchstadt Vorbereitungsspiel, haben wir 1 Euro oder 2 Euro Eintritt gemacht, und da haben wir, oder Lindau, genau, danke für die Korrektur, und da war der Zuspruch deswegen meiner Meinung nach gleich, als hätten wir den normalen Eintritt verlangt. Lassen wir es vielleicht 100 mehr sein. Also ist man unmerklich mehr dann da. Und aufgrund dieser Erfahrungen sind wir eigentlich eher bestrebt, über Aktionen sowas zu fördern. Aktionen brauchen Manpower. Und das ist auch eine Sache, die bei uns halt, wir machen das hier ehrenamtlich, natürlich auch irgendwann an die Kapazitätsgrenze geht, aber so rege wie diskutiert wurde im Forum, bin ich sicher, dass Sie vielleicht hier auch noch die ein oder anderen finden, die uns da unterstützen bei der ein oder anderen Aktion. Und allerdings ist sowas sicherlich nicht jetzt gleich in den Ferien, in den Herbstferien beispielsweise umsetzbar, weil so Hauruck-Aktionen meiner Meinung nach, also auch das ist Erfahrungswerte, die wir haben, bringen da eher weniger, sondern dass man wirklich gezielt sagt, wieder 1-2 Aktionen noch für die Saison und die dann ordentlich vorbereitet und dann auch, denke ich, mit einem vernünftigen Ergebnis. Ich kann mich ja deutlich, ich weiß, vom jugendlichen Publikum, ne? Ich weiß nicht, das waren schon mal mehr, denke ich, ne? Also, weißt du, ist ja noch der Freitagabend oder Sonntag und am nächsten Tag die Schule. Aber weiß halt auch die Polizei, das ist ja auch. Dazu kann ich sagen, also wenn wir bei dem Preisthema sind, für Jugendliche und Schüler haben ja die Preise quasi stabil gelassen. Ja? Da haben wir halt nichts verändert. Wir sind ja nur. Wir haben vielleicht mal wieder welche Herzen noch um überhaupt. Erstmal, wir sagen, hier ist Eishockey. Na? Und das ist vielleicht dann mal ein Anreiz oder ja. Ja. Ja, wie gesagt, wir diskutieren das natürlich intern und hoffen da natürlich demnächst vielleicht wieder mal eine Aktion auch in die Richtung zu machen. Lass mich jetzt. Also, da vielleicht auch ganz kurz was dazu, weil es ja auch den Bereich Marketing, der bei mir angesiedelt ist, irgendwo mitberührt. Erstmal danke für die Ausdrucksweise. Du hast dich ja korrigiert, nicht die Leistung der Mannschaft, sondern die Punktausbeute. Weil ich glaube, bei den Heimspielen, die wir bisher hatten, ist die Mannschaft, was die Leistung anbelangt, über jeden Zweifel erhaben. Füßenspiel, okay, können wir vielleicht ein bisschen ausnehmen, aber alles andere war rein vom Unterhaltungswert wesentlich besser als die meisten Spiele, nicht alle, aber die allermeisten Spiele in der Bayernliga. Das ist eine. Ich persönlich bin der Meinung, dass was den Zuschauerzuspruch anbelangt, insgesamt die Grundstimmung extrem ausschlaggebend ist. Man darf Fans oder, ich sage jetzt mal, Zuschauer, auch die Laufkundschaft insgesamt, nicht unterschätzen. Das ist ein sehr, sehr sensibles Gebilde, die spüren, wie die Grundstimmung ist. Und wenn man sieht, dass wir beim ersten Punktspiel gegen Klostersee, wir sind in eine höhere Liga aufgestiegen, war beim Klostersee-Spiel der Zuschauerzuspruch, wie soll ich es ausdrücken, überraschend schwach. Kann auch sagen, enttäuschend. Zu dem Zeitpunkt hat man noch kein Spiel verloren. Dann kommt ja noch dazu, dass wir dieses Klostersee-Spiel wirklich in beeindruckender Weise gewonnen haben. Beste Unterhaltung alles. Und es ist ja danach erstmal nicht besser geworden. Und zu dem Zeitpunkt hat man ja auch noch nicht viele Spiele verloren. Und von daher glaube ich, dass es eher die Grundstimmung ist, das Gefühl der Fans, was geht vor sich, die ist wesentlich wichtiger. Und bei dem Klostersee-Spiel war es einfach so, wir haben davor nur Negativschlagzeilen produziert, konnten wir nichts dafür. Da ging es um die verkorkste Vorbereitung, um die verkürzte Vorbereitung, und dann haben wir jede Woche nur Verletzte melden müssen. Ich glaube, das hat einfach den Eindruck entstehen lassen, hoppla, Oberliga geht zwar los, aber okay, ob die schon so richtig losgeht, ich weiß es nicht. Deshalb glaube ich, dass die Grundstimmung, wir müssen erstmal eine positive Grundstimmung wieder erzeugen, und da ist jeder Einzelne von uns, der hier im Raum ist und der auch in einem Forum unterwegs ist, irgendwo mitverantwortlich. Und da sind auch die Medienvertreter mitverantwortlich. Und wenn ich nach einem Klostersee-Spiel in der Presse lese, in der Headline, da geht es um die Zuschauerzahl.
Bei einem absolut begeisternden Spiel, wir als Aufsteiger haben eine etablierte Oberligamannschaft geschlagen, in einem absoluten Topspiel, und in der Headline geht es um nichts anderes als um die Zuschauerzahl, dann ist es äußerst schade. Da tue ich jetzt den Medienvertretern, die hier sind, teilweise Unrecht, weil sie für die Headline nicht verantwortlich sind, sondern nur für den redaktionellen Inhalt. Aber sowas ist natürlich nicht förderlich. Wichtig ist, dass wir wieder eine positive Grundstimmung erzeugen. Da sind wir natürlich auch in der Verantwortung. Und wir hatten auch für das erste Punktspiel gewisse Dinge geplant. Aber wir waren einfach von der Manpower im August und auch im September so dermaßen eingebunden, weil uns Baustellen aufgehalst wurden, die nicht hätten sein müssen. Für mich persönlich kann ich es mal nennen, den halben August, die halbe, jeden Tag 4, 5, 6 Stunden habe ich nur damit verbracht, zu schauen, dass wir hier möglichst schnell Eis kriegen in Schweinfurt. Dass wir überhaupt Eis kriegen im September. Da ging ja teilweise das Gerücht rum, es wird Oktober, bis wir hier endlich Eis haben. Ging es darum, Eiszeiten irgendwo zu organisieren. Wir sind Mittwochabend, haben wir von 9 bis 11 in Mitterteich trainiert, die Mannschaft, obwohl die alle arbeiten. Das war damals die Hauptaufgabe. Und solche wichtigen Dinge wie einen Saisonstart richtig zu zelebrieren, der ist liegen geblieben. Und so einen Saisonstart zu zelebrieren, dass man da wirklich richtig gute Kulisse hat, ist absolut extrem wichtig. Und das ist uns nicht gelungen, müssen wir uns irgendwo vorwerfen, aber hat auch seine Gründe und es ist einfach darin geschuldet, dass wir allesamt am Limit waren. Weil wir erstmal die primären Sachen wie Eiszeit, Verletzte und so weiter zu tun hatten. Aber ich gebe recht, wir müssen da verstärkt tätig werden. Ob das jetzt so kurzfristig für das Degendorf-Spiel und auch dann nächste Woche das Peiting-Spiel Sinn macht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Spiel dann nach der Länderspielpause gegen Weiden ist so ein Termin, wo wir uns ernsthaft Gedanken machen müssen, was zu tun. Und jeder Einzelne ist herzlich dazu eingeladen, uns zu unterstützen. Und zwar nicht nur mit Ideen, das ist schön, und da sind auch gute Ideen mit dabei, sondern vor allen Dingen auch mit Arbeitszeit und Arbeitskraft. Wie gesagt, wer sich da berufen fühlt, meldet euch bei uns. Wir sind froh um jede helfende Hand. Olli, du hattest eine Frage. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Neuverpflichtung. Ein bisschen untergegangen ist. Ich habe rausgehört, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, dass zumindest ein Ausländer, also man ist nicht zufrieden mit ihm und überlegt sich, das am 1. Dezember zu beenden. Es stellt sich ja, also aus dem laufenden Etat jetzt nicht zu finanzieren. Es gibt ja Gespräche mit Sponsoren. Das würde ich jetzt gerne ein bisschen Regler gefasst haben. Was möchtest du jetzt genau wissen? Ich möchte wissen, ob es einen Sponsor gibt, der es ermöglicht, einen der beiden Ausländer auszuliefern. Also die Frage, ich muss es wiederholen, die Frage war nach nochmal das Thema Neuverpflichtung, dass gehört wurde, dass also Gespräche mit Sponsoren laufen, dass aus dem bestehenden Etat kein Geld rausgenommen wird für Neuverpflichtungen und konkret die Frage, ob ein Sponsor da ist, der einen neuen Ausländer finanzieren würde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Punktausbeute müsste besser sein, als sie ist, aber wir verschließen vor der Realität nicht die Augen. Wir können uns vorstellen zu handeln. Dass hier die Rede ist nur von einem Sponsor, ist schon mal falsch, sondern wir sind in Gesprächen mit mehreren Leuten. Schauen, was zusammenkommt. Die Thematik rein auf Ausländer zu beschränken, was einen Transfer anbelangt, ist auch falsch. Vielleicht kann man die Mannschaft ja auch verstärken mit dem deutschen Spieler, was natürlich erheblich schwieriger ist, weil da der Markt zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht gar nicht vorhanden ist, bis sehr, sehr dünn ist. Wie gesagt, wir haben die Bestrebung, die Gespräche laufen. Sobald sich da was Konkretes tut, werden wir auch informieren. Aber da allein auf die Ausländerposition zu gehen, wäre meines Erachtens falsch. Weil wenn ich einen sehr, sehr guten deutschen Spieler finde und meine Ausländer dann behalten kann, wäre das ja auch kein Nachteil. Also von daher, das Spektrum muss man weitersehen. Was nachher wird, ob es was wird, was es wird, sieht man. Es klang doch ein bisschen anders, aber das ist nicht der Punkt. Ich hätte auch gerne noch was gewusst, ausführlicher zum Thema Eiszeit und was eigentlich die Probleme mit der Stadt Schweinfurt
was die genau sind, weil man ja den Eindruck hatte, dass ich es geschafft habe, dieses doch sehr festgefahrene Thema oder Verhältnis ERV Stadt Schweinfurt hinter den Krisen zu regeln. Und da hat man gedacht, das ist alles gut mit der Übernahme des Eigentums. Die Frage ist nochmal nach dem Verhältnis zur Stadt Schwanfeld oder SWG in der Hinsicht, weil man es ja im Vorfeld mit der Übernahme gedacht hat, dass die Probleme alle bereinigt sind und das war ja anscheinend nicht der Fall. Auch das ist nicht richtig. Das Verhältnis zur Stadt und zur SWG ist ein gutes. Ich will nicht sagen sehr gutes, aber es ist ein gutes, es ist ein kollegiales. Der Punkt ist der, wir haben rechtzeitig angekündigt, dass wir in die Oberliga aufgestiegen sind und dass wir Bedarf haben an einer früheren Vorbereitungszeit. Das wurde uns vom Sportamt auch genehmigt, zugesagt, was auch immer, unter der Prämisse, dass die baulichen Maßnahmen natürlich abgeschlossen sind. Ist ja logisch. Die baulichen Maßnahmen sind relativ spät begonnen worden, weil ich glaube, dass hier eine Belüftungsanlage rein muss und so weiter, ist ja nicht erst seit Juli bekannt, sondern das ist ja schon sehr viel länger bekannt. Und jetzt ist die Frage, hätten wir den Prozess im Sommer beschleunigen können? Was Stadtratsbeschlüsse anbelangt, was Ausschreibungen anbelangt und so weiter. Ich will da keinem in sein Handwerk reinreden. Da gibt es Leute, die das gemacht haben. Die werden sich wahrscheinlich auch bemüht haben. Aber die Frage ist, hätte es nicht alles, also wenn man 6 Monate Zeit hat, einen Prozess 2 oder 3 Wochen zu beschleunigen, ich weiß nicht, ob das Problem ist. Ich will da jetzt keinem Vorwurf machen. Das ist ein sehr sensibles Thema. Es ist einfach nur die Tatsache, dass wir eben nicht wie andere Mannschaften ab 20. August Eis zur Verfügung hatten, sondern eben ab 3. September. Wer da jetzt irgendwie, von Schuld will ich auch nicht sprechen, wer da jetzt vielleicht in welcher Form nicht alles gegeben hat, obliegt nicht meiner Betrachtungsweise, sondern wir haben einfach mit der Tatsache zu leben gehabt und die war extrem oder ist nach wie vor extrem hart für uns und hat unsere Arbeit extrem erschwert. Aber dass da ein schlechtes Verhältnis zwischen SWG, ERV und Stadt bestehen würde, das würde ich nicht sagen. Aber es war auch nicht optimal. Für uns zumindest. Aber auch die Stadt muss ja erstmal lernen, was für Ansprüche wir haben. Jetzt übernommen. Läuft das gut? Dieses Jahr deutlich später als die vergangenen Jahre alles gemacht wird? Frage ist nach dem Zeitpunkt der Eisbereitung, ob es deutlich später ist als im letzten Jahr. Nee, die Eisbereitung hat ziemlich exakt genauso angefangen wie letztes Jahr. Die Problematik ist, dass die Saison jetzt eine Woche früher losgeht. Das ist das eine. Und dass wir für Bayernliga-Verhältnisse schon eine extrem kurze Vorbereitung hatten. Aber da war es etwas leichter zu kompensieren. Aber jetzt haben wir eben den nächsten Schritt gemacht in die Oberliga. Und gerade im taktischen Bereich haben wir gewusst, welche Arbeit auf uns zukommt. Und das ist einfach nur auf dem Eis zu erledigen. Das ist ein Defensivverhalten und das ist auch ein Überzahlspiel. So, und da ist jede Stunde Eis, die dir fehlt, knallhart. Und die kostet dich knallhart Punkte. Und in der Situation sind wir jetzt. Ich will es jetzt nicht allein da drauf schieben. Auch wir haben Fehler gemacht, definitiv. Oder Dinge nicht optimal gestaltet. Aber es ist ein Faktor, den darf man einfach nicht außer Acht lassen. Aber jetzt haben wir, glaube ich, den 24. Oktober heute. Was soll ich mir jetzt noch einen Gedanken über den 3. September machen? Wir stehen hier mit 4 Punkten auf dem Konto. Ja, und wir haben nach wie vor das Saisonziel, unter die ersten 8 zu kommen. Haben aber auch von Anfang an gesagt, was das für ein harter, schwieriger Weg sein wird. Und den müssen wir jetzt einfach für die Zukunft angehen, müssen das Beste draus machen. Und da jetzt in der Vergangenheit rumzuwühlen, hilft ja keinem. Asbach? Ja, bei den dünnen Kader und die Eiszeit, die manche Spieler haben, das Verletzungspech am Anfang, ist es dann eine Vorprogramme, dass der ein oder andere einmal in die Säge steigt? Thema vom geäußert hier, aufgrund des dünnen Kaders, den vielen Eiszeiten, den Verletzungspech, was wir am Anfang hatten, ob man da befürchten muss, dass in absehbarer Zeit der nächste Spieler vielleicht die Segel streicht. Muss ich kurz nachfragen, Segel streichen in welchem
zusammen? Ja, definitiv, das ist ganz klar. Und das habe ich in Gesprächen mit der SWG und auch der Stadt klipp und klar gesagt. Wir hatten ja dann das Vorbereitungsspiel gegen Erfurt und ich habe klipp und klar darauf hingewiesen, welches Verletzungsrisiko besteht, wenn wir nicht Minimum so und so viele Trainingseinheiten auf dem Eis davor hatten. Weil wenn du dann auf eine Mannschaft triffst und Erfurt hat halt den Vorteil, dass sie Bundesleistungszentrum sind für Eisschnelllauf, dementsprechend im August Eis haben, werden von denen die Zweikämpfe ganz anders geführt. Ich sage nicht unfair, aber mit einer Härte, auf die du dich nicht vorbereiten kannst im Sommertraining. Das geht nicht. Und klar ist auch, je höher die Belastung für Spieler, desto größer ist die Verletzungsanfälligkeit. Weil wenn ich müde bin, einmal physisch oder auch psychisch, beides hängt irgendwo miteinander zusammen, erhöht sich das Verletzungsrisiko. Das ist ganz klar und das ist ein schmaler Grat, den wir gehen. Und wir sind froh, dass sich jetzt die Geschichte ein bisschen entspannt. Wir sind auch froh, dass diese nächste Woche die letzte Woche erstmal ist, wo 3 Spiele in der Woche sind. Weil 3 Spiele in der Woche in der aktuellen Situation für uns mit der verkürzten Vorbereitung, mit dem dezimierten Kader, das ist absolut tödlich. Da geht dir irgendwann die Substanz aus. Und ganz ehrlich, so sehr ich mich über das Pokalspiel gefreut habe gegen Rosenheim und am liebsten sogar aufgelaufen wäre, weil es absolut geil ist, gegen so eine Mannschaft zu spielen, das war in der jetzigen Situation für uns eigentlich scheiße. Ich sag's klipp und klar. Und es hat uns wahrscheinlich gegen Freiburg vielleicht Punkte gekostet. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht Nostradamus, ich weiß es nicht. Aber klar ist, wenn du 3 Spiele in 5 Tagen hast, oder am Anfang von der Saison waren es 6 Spiele in 10 Tagen, oder fast 10 Tagen, das ist in der jetzigen Situation für uns Gift, absolutes Gift. Die Jungs sind am Limit gelaufen. Und das ist auch eine Erklärung dafür, warum es nach vorne nicht so oft einschlägt. Wenn du müde bist, dann fehlt dir in der entscheidenden Situation die Frische, um das Ding einfach einzuschweißen. Es ist ganz klar, das ist so. Vielleicht auch die hohen Strafzeiten. Auch das, ich habe es vorhin angesprochen. Jeder Spieler, der jetzt eine dumme Strafzeit macht, ja, tritt seinen eigenen Mitspielern in die Kniekehle. Und da ist mehr Disziplin gefragt. Und ich meine, Simon Knaup, der hat jetzt 40 Strafminuten. So viel hat er in 10 Jahren vorher nicht gehabt. Ja, das ist halt einfach, ja, shit happens, das kommt dazu. Und die Spieldauer in Regensburg, die war halt einfach eine. Aber die waren nie und nimmer Absicht, sondern der wollte den am Torschuss hindern, trifft seinen Schläger, der Schläger schnellt nach oben, ihm ins Gesicht, er blutet. Da muss der Schiedsrichter, so schlecht er war, eine Spieldauer pfeifen. Ist so einfach. Es war niemals Absicht. Kommt aber noch dazu. Simon Knaup fehlt halt jetzt wieder beim nächsten Spiel. Und das ist jetzt eine Situation, wo man nicht unbedingt was dafür kann. Oder auch der Zehner von Beppi in selbst, das war das Lächerlichste, was ich im Leben erlebt habe. Das war ja unglaublich. Ich meine, der Beppi ist dafür bekannt, dass er emotional sein kann, auch im Schiedsrichter gegenüber. Aber die letzten 2 Jahre eigentlich nicht mehr. Und in selbst, ich war ja, ich muss sagen, leider mit dabei, muss der spielen. Der hat den Penalty gepfiffen und der Beppi zuckt nur mit den Schultern, guckt den Schiri an und macht so und kriegt einen Zehner. Also dieser Schiedsrichter, liebe Pressevertreter, dürft ihr so schreiben, auch dass der Reiser gesagt hat, dieser Schiedsrichter, der in Selb und in Regensburg gepfiffen hat, ist das Lächerlichste, was ich jemals im deutschen Eishockey erlebt habe. Und ich bin jetzt seit 32 Jahren in dem Geschäft. Also es gab im Nachwuchs mal 2 Knalltüten aus Freiburg, die waren vielleicht noch einen Tick schlechter, aber der steht denen nicht viel nach. Und das könnt ihr gerne auch so schreiben. Also ganz interessant war das, wir waren ja am Sonntag in Regensburg, waren mitten zwischen Regensburger Fans gesessen, also wir haben uns köstlich amüsiert im ersten Drittel über diese Schiedsrichterleistung, es war phänomenal. Also die Regensburger Fans haben sich auch kaputt gelacht, wir hätten gerne am Ende gelacht, dafür haben mal die Regensburger gelacht, aber das war eine Darstellung, die ich noch nie gesehen habe eigentlich. Fragen? Heiner, du willst gar nichts? War nochmal das Thema positive Stimmung, was du angesprochen hast, der Robotorie. Mir ist es im Sommer über, wie ich es so verfolgt habe, eine Ausnahme.
alle erwarten sie mal einen Spieler, der, ja, wo man kennt oder was ist, also Nachwuchsspiel. Das sind alles so Bausteine, wo ich als Außenstehender, der da schon weit über 20 Jahre rausgeht, ich sage, ja, da wird doch nichts erzeugt. Und das werft auf die Fans ab, auf die Zuschauer, da braucht man im Endeffekt nicht. Dann kommt noch eine beschissene Vorbereitung dazu, von den Spielen her auch, den Vorbereitungsspielen, das war ja auch nichts. Und dann hast du am ersten Spiel noch diese 485 Zuschauer. Das ist richtig, das kommt alles zusammen, nur drehen wir jetzt mal andersrum, jetzt argumentiere ich so, hätten wir nichts vermeldet, hätten wir das Thema Juhasch bis zum Ende aufgehoben, hätten wir das Thema Dürp bis zum Ende aufgehoben, dann wäre Postwenden rausgekommen, was tut sich da draußen, die melden gar nichts, was ist los, spätestens dann wären die ersten Gerüchte gekommen, der Juhasch hat längst in Bayreuth unterschrieben, der Dürr, der wird nichts mehr gewollt, der geht nach Haßfurt. Also ich sag mal, das ist wie man es dreht und wendet, ne? Hätten wir gar nichts gemacht, hätten sie gesagt, was passiert da überhaupt? Der Juhasch hat im Prinzip ja auch reagiert, das war ja auch schon vorher bekannt. Auch im Internet. Ja, Moment, aber da wurde ein Gespräch geführt, ja. Und dann hat man ein zweites Gespräch terminiert. Was dann draußen rumkuppelt, geredet wird, das können wir nicht beeinflussen. Das kann nur die Partei, die das dann nach außen gibt, beeinflussen. So, wenn dieses Thema nach außen kommuniziert wird, was für uns zu dem Zeitpunkt nicht durch war, dann haben wir da auch überhaupt keine Wasserstandsmeldung abzugeben. Und das haben wir nie gemacht, dass wir irgendwelche Wasserstandsmeldungen nach außen gegeben haben. Das Ganze kommt halt für die Stimmung bei den Fans extrem negativ rüber. Das muss denn Heiner, ich gebe dir an allen Punkten komplett recht. Ich bin auch der Meinung, dass wir im Sommer vielleicht etwas zu konservativ waren, auch in der Außendarstellung. Vielleicht muss man einfach mal mehr poltern, ja, mehr Verpackung als Inhalt. Aber bitte? Ja, genau. Aber das wäre mal ein Knalleffekt. Heiner, ich gebe dir recht, das vielleicht hätten wir, und wie gesagt, wir sind da selbstkritisch genug, auch wir haben Fehler gemacht, definitiv. Vielleicht hätten wir da mehr Verpackung um Inhalt bauen müssen. Gebe ich dir recht. Vielleicht ist es manchmal sinnvoll. Aber es war schon immer unsere Philosophie, eben die Verpackung so zu machen, wie der Inhalt ist. Vielleicht müssen wir da ein bisschen umdenken, vielleicht müssen wir da ein bisschen mehr poltern, vielleicht ist es jetzt zeitgemäß, da sich attraktiver zu machen, als man ist. Zum Thema Vorbereitung, dass die miserabel war, gebe ich dir auch recht, und da sage ich ganz klipp und klar, hätte ich zu dem Zeitpunkt, als wir die Vorbereitungsspiele ausgemacht haben, und das war so in der Phase Mai, Juni, hätte ich da gewusst, dass wir nicht um den 20. August oder spätestens 27. August herum Eis bekommen, sondern erst am 3. September, dann hätte ich von den drei brutal starken Gegnern, die wir bewusst gewählt haben, da ging es um Defensivverhalten der Mannschaft und so weiter, nämlich Frankfurt, Nauheim und Grimmitschau, hätte ich da ein oder zwei weggelassen und hätte dann nochmal ein Spiel gegen jemand anders gemacht. Ist auch klipp und klar. Nur wenn ich halt am glaube ich, 29. August, war noch nicht mal, doch am 29. August erfahren, wann es jetzt endlich Eis gibt. Da können wir nicht mehr reagieren. Und dass dann durch die Verletzten die Spiele gegen diese Top-Mannschaften noch brutaler werden. Gut, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist wirklich eine Geschichte, die ist blöd gelaufen, die hätten wir anders gestaltet, wenn wir einen anderen Wissensstand gehabt hätten. Aber den hatten wir leider nicht. Und wie gesagt, deshalb da, ja, wir hätten es anders gemacht, aber ich glaube, das kann jeder verstehen, dass es einfach nicht anders ging. Jedes einzelne Vorbereitungsspiel, das wir gewählt haben, hat den Hintergrund, haben wir bedacht so gewählt, zum damaligen Zeitpunkt, aber zum damaligen Zeitpunkt eben war der Wissensstand, jawohl, Belüftungsanlage, Eisbereitung, das läuft alles. Ja. Integriert, er hat keine Ausfallzeiten wegen seinem Beruf. Und er weiß nicht, mindestens einmal, ich glaube mehrmals, aber viel. Einmal. Und er hat heute noch Eis auch dabei. Die Frage? Hoffnung, Verbesserung, dass er dann Frage war Bryce Holweg. Vor der Saison hieß es, er ist voll integriert. Jetzt hat er ein Spiel verpasst. Heute nicht auf dem Eis, was Stand der Dinge ist.
Also die, klar, da sind wir ein gewisses Risiko gegangen mit dem Bryce, weil normalerweise ist ein Ausländer in der Mannschaft nicht berufstätig, sondern er ist Profi, das ist beim Bryce anders. Und aber bei ihm ist es in der Tat so. Heute ist es anders, aber das ist auch gewissen ja, Verletzungen noch geschuldet von ihm. Das Spiel, das du ansprichst, war das Selbstspiel. Auch das Selbstspiel hätte er gemacht. Aber wie gesagt, bei ihm, das war ein Freitagsspiel, bei ihm ist es so wie bei jedem anderen Spieler auch, dass er eben arbeitet. Und wie bei jedem anderen Spieler auch, gibt es das Risiko, dass die Arbeitszeit vom Arbeitgeber einfach an einem Freitag mal verlängert wird, weil die Situation, weil es der Situation geschuldet ist. Und das war an diesem Freitag so. Es war alles organisiert, dass ein Bryce zwar nicht mit dem Mannschaftsbus mitfährt, aber privat nachfährt nach Selb. Und er hat uns dann um 14 Uhr informiert, dass er es nicht schaffen wird, weil ihm was aufs Auge gedrückt worden ist. Das wäre, wie gesagt, das kann jedem anderen Spieler auch passieren. Bei einem Ausländer ist eben die Situation ein bisschen anders normalerweise, weil er Profi ist. Und das war auch der Grund, warum ich dann privat nachgefahren bin. Nicht um Bryce Hollweg zu ersetzen, das schaffe ich nicht, aber um wenigstens einen Spieler mehr auf dem Eis zu haben, sodass wir mit drei reinspielen können. Aber bei ihm ist es tatsächlich so, er ist bei den Trainingseinheiten mit dabei und das eine Spiel war bisher die rühmliche Ausnahme. Und beim Bryce Hollweg ist es so, ich meine, man kann nicht jede Verletzung von einem Spieler in der Schärfe nach außen geben, wie sie tatsächlich ist manchmal, weil es ihn angreifbar macht für Gegner. Weil die lesen ja auch, was nach außen gegeben wird. Und gerade eine Rippenverletzung ist eine Geschichte, die ich vom Schiedsrichter relativ straffrei traktieren kann und Spieler aus dem Spiel nehmen. Und die Rippenverletzung, die er hatte, war schlimmer als das, was wir nach außen gegeben haben. Aber inzwischen ist es so, dass er ja fast ausgeheilt ist. Und wie gesagt, die Bryce wird auch spielen am Wochenende. Thema Verpflichtungen noch einmal. Ich weiß nicht, wie das so üblich ist, aber ich denke, die fallen auch irgendwann mal aus der Lohnverzahlung raus, wenn sie verletzt sind, oder? Das muss ja eigentlich ein bisschen Pulver übrig sein, um vielleicht den einen oder anderen zu akquirieren. Die Frage nach der Lohnfortzahlung bei den verletzten Spielern, wenn die längere Zeit verletzt sind, ob sie dann auch aus der Lohnfortzahlung rausfallen. Und da müsste doch dann eigentlich wortwörtlich Schotter noch übrig sein, um Neuverpflichtungen zu gehen. Ja, das ist richtig. Aber das beginnt nach 6 Wochen, das Krankengeld. Auch das dürfte bekannt sein. Und da haben wir noch ein bisschen hin. Aber Fakt ist auch, ich meine, wenn sich jemand im ersten Monat der Arbeitsaufnahme verletzt, ist er gleich im Krankengeld. Sicherlich sparen wir uns da ein paar Euro. Aber das ist noch lange nicht dann gleich um Juhu und in Euphorie auszubrechen und jetzt zu sagen, jetzt können wir gleich den nächsten Kracher holen. Das ist leider so. Ich habe es vorhin schon erwähnt, also mit der finanziellen Sache. Der EDA gibt es leider nicht her. Es ist so. Und die Zuschauerzahlen aktuell, die Entwicklung zumindest, auch die muss man zumindest mal, wenn man in der Verantwortung steht, kritisch betrachten und muss sagen, okay, man muss vorsichtig agieren mit dem EDA. Und das hat uns, oder deswegen sagen wir, momentan ist da wenig drin, aber das kam ja richtig schon vorhin vom Olli. Wir sind da guter Dinge, da eine Lösung zu finden, um wann das dann sein wird, weil wir da vielleicht einen neuen Spieler präsentieren, wissen wir nicht, aber ich denke mal, plus dann diese Mittel, die frei geworden sind, das war, vielleicht gelingt es uns dann doch. Ja, ich bin ein Wurf, ob der überhaupt nochmal so heißt, so stark wird, und das zweite Hände kann ich ja glauben, ich bin jetzt das Bein oder was auch immer wieder aufspielen. Also es sind ja auch Spieler, die jetzt, sage ich mal, vom finanziellen Gefüge jetzt nicht so ins Gewicht schlagen. Logischerweise, das sind Ergänzungsspieler gewesen, als solche auch geholt worden aus der Landesliga. Ja, wer da natürlich schon eher ins Gewicht fällt, ist der Stähle, der einen halben Monat trotzdem im September aktiv war, dann ab 15. Also seine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung war bis 15.09. ausgestellt damals, glaube ich. Und der Nemo halt, der am 10. ab 10. September arbeitsunfähig ist. Aber das sind eigentlich die einzigsten, wo man jetzt sagen kann, okay, da hat man eine Rückvergütung zu erwarten, ja, von Seiten der Krankenkasse. Und das ist halt trotzdem so nicht so gravierend, dass man sagt, jetzt gleich los geht's und der nächste Spieler muss her. Wünschenswert wäre es. Ja, absolut. Weitere Fragen?
Ich habe vorhin gesehen, dass einige User aus dem Internetforum da sind, die mit Sicherheit viele Fragen haben. Ich fände es wirklich mal schön, ich habe es beim letzten Fanstammtisch schon damals gesagt, dass diese User, die nicht nur im Internet jetzt schreiben, auch mal hier jetzt aufstehen und ihre Fragen stellen. Und ich möchte hier noch eines mal ganz klarstellen. Die Auswüchse, und ich bezeichne es klipp und klar hier als Auswuchs, einzelner User im Internetforum von www.mightydogs.de in den letzten Tagen. Das ging erstens mal unter die Gürtellinie unsere Arbeit. Das können wir mittlerweile verschmerzen. Aber dass mancher Spieler hier, der im Team der Mighty Dogs steht, Verleumdungen ausgesetzt wird, dann ehrenamtliche Helfer, die teilweise jahrelang ihre Freizeit für den Verein geopfert haben und teilweise immer noch opfern, hier im Internet namentlich Verleumdungen ausgesetzt werden. Das geht überhaupt nicht. Und das werden wir in Zukunft sofort mit einer Löschung des Beitrages quittieren und den User sperren. Es war zum ersten Mal, das war das erste Mal in den Jahren, wo ich jetzt hier aktiv bin, dass ich an einem Montagabend um 8:45 einen Anruf bekommen habe von einer Person, die ganz klar angekündigt hat, rechtliche Schritte hier einzuleiten. Wir haben Werbepartner, die auf diesen Plattformen Werbung machen, die uns Geld einbringt, die wir in den sportlichen Kader investieren können. Und überlegt euch einfach mal, was ihr mit solchen Beiträgen für ein Bild abgebt, nicht nur von euch selbst, sondern ein Bild von den Mighty Dogs. Und das ist nicht unser Niveau. Und ich sage euch eins, und das verspreche ich euch hier ganz klar, das wird auch nie unser Niveau werden. Ihr habt ein offizielles Forum und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr in jedem anderen Forum in der Oberliga nicht so einen Kontakt zu den Verantwortlichen habt, wie ihr es hier in Schweinfurt vorfindet. Ihr bekommt, wenn es möglich ist, schnellstens Auskunft, Information über was es hier los ist. Aber dass dann hier die Arbeit oder ehrenamtliche Helfer in den Schmutz gezogen werden, Leute, das geht nicht. Und das Internet ist kein rechtlicher Freiraum, wo ihr machen könnt und tun könnt, was ihr wollt. Wir sind hier auch in der Haftung und wir machen das ehrenamtlich und da geht es einfach nicht mehr so weiter. Also bitte überdenkt in Zukunft eure Beiträge. Konstruktive und sachliche Kritik, da sind wir immer offen dafür. Und wir haben auch die Beiträge nur nach dieser Aufforderung gelöscht. Wir hatten euch die Möglichkeit gegeben zum Editieren, aber so geht es nicht mehr weiter. Danke. Aber die Aufforderung zur Frage stellen steht immer noch. Ja, ja. Ja. Weitere Fragen dann? Ist das voll ist? Willst du noch irgendwas sagen? Ich habe bekommen, dass wir alle Rechnungen bezahlt haben. Dass wir vielleicht noch, noch mal. Lass. Willst du? Kannst du? Also es war ja auch ein Thema im Internet, wurde ja dann das Gerücht oder darauf hingedeutet, vielleicht sind wir schon zahlungsunfähig. Stefan, vielleicht kannst du noch mal zu sagen, das wäre mit Sicherheit die schnellste Pleite im deutschen Eishockey. Ja, nur ergänzend dazu, aktuell sind alle Rechnungen bezahlt. Wir haben auf unserem Konto einen guten fünfstelligen Betrag, das ist soweit auch klar. Und wie gesagt, wir sind in Gesprächen auch mit gewissen Leuten. Wie gesagt, unsere Etatplanung muss sicher sein in der Oberliga, wenn wir auch nicht wissen, sieht man ja jetzt, welche Zuschauerzahlen haben. Wenn wir so eine Zuschauerzahl hätten wie in Weiden, glaube ich, müsste man nicht diskutieren, ob wir einen Spieler holen. Aber deswegen müssen wir das überdenken und deswegen haben wir auch, und das sage ich jetzt einfach mal, schon Gespräche geführt und wir schauen mal, wie das weitergeht und dann denke ich, sieht es gut aus. Also momentan gefülltes Konto und, aber natürlich, wir denken nicht kurzfristig, langfristig und es gibt keine offenen Zahlungen. Ja, also das will ich nur nochmal erwähnen, dass doch dann vielleicht irgendwas hängen bleibt. Der Uli Hönig ist in Schweinfurt.
Ich wollte sprechen müssen, da würde ich auch eure Rede halten, ja. Ja, Fragen von den Medienvertretern vielleicht noch? Ist noch irgendwas offen geblieben? Ja, Fragen aus dem Publikum noch? Anscheinend alle Fragen erfüllt. Steffen, du noch? Ja, jetzt will ich auch noch mal ganz kurz was loswerden zu dem, was der Stefan Steiner gerade gesagt hat. Sponsorentechnisch haben wir uns im Vergleich zur letzten Saison wesentlich und sehr, sehr gut weiterentwickelt. Auch da haben wir aktuell die Planzahlen vom Etat schon erfüllt, was für den jetzigen Zeitpunkt von der Saison sehr, sehr gut ist, weil in aller Regel tut sich da während der Saison nochmal was. Und was mir wesentlich mehr am Herzen liegt, und da spreche ich auch im Namen der Mannschaft, weil gestern Abend hatten wir es davon, genauso sensibel wie ihr oder also ihr, euch nenne ich jetzt Fans, ihr Fans seid und auch andere Zuschauer gegenüber unserer Arbeit und insbesondere auch der Arbeit der Mannschaft, sind die Jungs extrem sensibel gegenüber euch. Und was die gesagt haben, die lesen leider auch ab und zu mal im Forum. Ich habe es ihnen eigentlich verboten, aber die machen es trotzdem. Ist die Neugier größer. Aber was die klipp und klar gesagt haben ist, hey, der allergrößte Teil der Fans, die wir haben, ist so richtig geil. Weil schau mal, wir sind bei jedem Heimspiel, das wir bisher hatten, mit Applaus verabschiedet worden, auch mit großem Applaus, teilweise mit Standing Ovations nach dem Sieg gegen Klostersee oder nach der Niederlage Rosenheim. Aber ganz offensichtlich honorieren die doch und die sehen doch, dass wir wirklich alles geben. Und glaub mir, die Jungs, die sind gegenüber, na, sagen wir mal, die allermeisten Jungs sind sich gegenüber am kritischsten und wissen ganz genau, dass jeder Einzelne vielleicht noch eine Schippe drauflegen muss, damit wir alle gemeinsam Erfolg haben. Aber wie gesagt, das wollte ich euch mal weitergeben. Das, was ihr da draußen macht, mit dem Applaus, die sehen, dass ihr die Leistung von denen honoriert und da sind sie extrem glücklich drüber und das ist leider auch das, was sie im Moment am allernötigsten haben, nämlich ein bisschen Pflege für die Psyche und ich habe mir sagen lassen, glaube ich, nach dem Regensburg-Spiel gab es den einen oder anderen Zuschauer, der da dabei war, der nicht ganz glücklich war, weil die Mannschaft sich nicht verabschiedet hat. Das war nicht gut, das sollten sie eigentlich tun. Bei aller Frustration über so eine Niederlage muss man trotzdem honorieren, dass auch Zuschauer den Weg nach Regensburg auf sich genommen haben. Aber das haben sie auch registriert und das haben sie gestern schon ganz anders gesehen. Die haben nicht gesagt, ich soll mich entschuldigen, aber es kam eine Entschuldigung gleich, also alle, die in Regensburg dabei waren und die Mannschaft hat sich da nicht verabschiedet, zählt sie ihnen bitte nach. Aber der Stachel über die doch stark oder große Niederlage in Regensburg ist auch bei denen sehr, sehr tief gesessen. Eine Frage hätte ich vielleicht noch, und zwar wegen Sponsoren auch immer. Ist da nichts zu machen mit der Großindustrie, Schaeffler, Sachs? Das ist ja voll gut. Ja, es könnte ja mal sein, dass im Vorstand wirklich immer Eishockey vernünftig. Frage nach der Möglichkeit des Sponsoring mit der Großindustrie. Also, da haben wir eins mit dem zweiten großen Verein hier in Schweinfurt, mit dem FC gemeinsam. Das sind zwei Geschichten. Einmal ist, die Stadt Schweinfurt nennt sich Stadt des Sports, aber ich glaube, da gibt es andere Städte, wo das wesentlich mehr zu spüren ist, von Vereinsseite aus, dass die Stadt wirklich hinterm Sport steht und alles dafür gibt, dass man Aushängeschilder hat. Das ist ein Bereich. Und der zweite Bereich, die großen Geldgeber, nämlich die Großindustrie. Wer mal das Zeitungsinterview von Markus Wolf, der auch bei uns Hauptsponsor ist und Vorstand beim FC, ich weiß nicht, im Frühjahr oder im Sommer gelesen hat, da hat er ja mal seine Meinung da kundgetan. Wir sind da etwas bescheidener, weil wir jedem Sponsor gegenüber glücklich sind, egal wie viel Geld das er bringt. Aber die Großindustrie zu bewegen, in den Sport in Schweinfurt zu investieren, ist seit den 70er Jahren, vielleicht noch in die 80er Jahre rein, sehr, sehr stark abgeflacht. Die Unternehmen werden immer globaler, stellen sich immer globaler auf. Und wenn man sieht, eine Schaeffler-Gruppe, die vor 3 Jahren eigentlich pleite war, ist jetzt einer der ganz, ganz großen Sponsoren von Bayern München,
haben teilweise auch international beim Skisport was gemacht, aber für die einzelnen Standorte und Werke mit sehr, sehr vielen Arbeitnehmern, da gibt es nur ein Unternehmen in Schweinfurt, das da wirklich Interesse dran hat und da auch was tun will, aber aus unternehmenspolitischen Gründen im Moment nicht so kann, wie man sich es vielleicht vorstellen würde. Und das ist die SKF. So, und wie gesagt, der Wille ist da teilweise da, und aber es gibt einfach auch die anderen Unternehmen, überhaupt ranzukommen, überhaupt ein gewisses Interesse zu wecken, mal zu einem Spiel einzuladen, unmöglich. Und glaub mir, oder glaubt mir alle, es ist nicht so, wie wenn wir es Sisyphus-mäßig, ja nicht monatlich, aber in einem sehr regelmäßigen Turnus versuchen würden. Festmachen, wann eventuell Nachverpflichtung sind? Frage nach dem Zeitrahmen für die Nachverpflichtung, woran man das festmacht oder was wir uns für einen Zeitrahmen gesetzt haben. Also mir geht es jetzt darum, macht ihr das an Ergebnissen fest, sagen wir mal jetzt am Wochenende wieder 0 Punkte, okay, wir müssen unbedingt tätig sein oder woran? Nein, der Zeitpunkt ist schon erreicht. Nochmal, wir stellen uns ja der Realität, und sicherlich könnten wir mehr Punkte haben, als wir aktuell auf dem Konto haben, aber wir haben sie nicht. Und alles, was das Sportliche anbelangt, und da spreche ich jetzt für den Viktor und mich, sind wir bestrebt, möglichst schnell was zu tun. Und da gibt es einfach noch andere Bereiche, die da mit reinspielen. Den Vorderbrückentransfer, auch der ging nicht von heute auf morgen über die Bühne. Das braucht seine Zeit. Und realistisch betrachtet ist da vor dem Länderspielwochenende, wo frei ist, nichts zu erwarten. Das ist einfach utopisch. Man muss Gelder generieren, man muss mit Spielern sprechen, man muss sich auf den Spieler einigen, man muss sich mit dem einigen, man muss gewisse Transfermodalitäten einhalten, über die Bühne bringen, und das braucht einfach seine Zeit. Aber nach diesem Länderspielwochenende wäre es schön, wenn sich was getan hätte. Aber da müssen eben einige Faktoren zusammenkommen, und das können wir abschließend nicht bejahen. Das Einzige, was wir jetzt sagen können, wir haben das Bestreben, aber das heißt nicht, dass wir es dann auch wirklich realisieren können. Aber das Bestreben ist durchaus da, und realistisch betrachtet ist dieses Bestreben vor dem Länderspielwochenende fast nicht umzusetzen. Ja, also dann danke für euer Kommen. Am Freitag geht es für unsere Mannschaft nach Bad Tölz. Wer da runterfahren würde, wäre schön, dann die Mannschaft dort auch unterstützen. Und am Sonntag dann um 18 Uhr Beckendorf Feier hier zum nächsten Heimspiel. Danke für euer Kommen, und ja, dann bis zum nächsten Spiel unserer Mighty Dogs.